Wir kommen bei Folge 2, Deponia. Ja. Und jetzt schießen wir uns in den Mond. Nein, wir haben unseren Koffer gepackt in der letzten Folge. Und jetzt gucken wir, was wir machen. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Das genau. Ist auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass wir das gemacht haben, offensichtlich. So, wo ist der Koffer? Das Kabel da. Geht zu dem so, Seil. So, und wohin jetzt Kiste. Damit? Da ist die Kiste. Genau. Da Kapsen. Ist kein Platz. Da ist kein Platz. Da oben rein. Kein da ist Platz. Ein Riss oben. Doch. Nein. Doch, ich schmeiß das dann mal rein. Nein, du schmeißt das dann nicht rein. Du läufst einfach nur durch die Gegend. Dann. Ach, wir wissen nicht. Machen wir erstmal die Kapseltür vielleicht auf. Ja. Wollte ich doch. Da ist aber kein Platz. Da ist kein Platz. Was ist mit der Ritze da unten? Staufach. Aha. Das Staufach ist zu. Ja, dann macht man das auf. Mach ich doch. Aha, da ist was drin. Tatsache. Batterie. Die könnte... So. Und nun? Vielleicht noch. Na, jetzt können wir den Koffer rein. So. Ja. Aber was ist jetzt mit der Batterie? Die nehmen wir um Schoß. Keine Ahnung. Erstmal da rein. Mist, der ist ja festgeschraubt. Oh Gott. Wir okay, haben aber noch... Ja, lass mal gucken, was wir hier noch so finden. Batterie. Ja. Kann man die jetzt auch noch? Das habe ich doch gerade erst da rausgeholt. Nein, nee. Die hängt dann raus, das ganze Ding. Sehr schön. Schraubenschlüssel. Nehmen wir den erstmal. Damit können wir den schon mal losschrauben. So, was kann man denn noch? Eine Lunte. Ja, die brauchen wir nicht. Nee, die können wir damit ein Schweißgerät zünden. Ja. Harpune, Staufach, Batterie, Kapseltür nehmen wir nochmal. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Sitz los. Genau. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Weg damit. Jetzt tun wir die Batterie. Da war der Sitz dran befestigt. Ich setze uns auf die Batterie. Irgendeinen Ersatz. Genau. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Da drüber. Da drauf. So dazwischen. Ja, wie gut. Hält sie dann, ja. Das ist schon wie hält sie dann? Ich nehme einfach. Wir fragen einfach, wenn's. Nee. Doch, ist voll der Scheiße. Nimm die Harpune. Brauchen wir eh nicht. Wir ich muss dann erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Die brauchen wir doch zum Zünden. Ja, ja. Ja, okay, vergiss. Da war jetzt ein kleiner Logik. Gut, Staufach, wenn wir fragen uns. Das sieht schon wieder so weise aus, wie der mit seinen Füßen. Ja, ne? Ich glaube, der will uns was sagen. Hey, Wenzel, was gibt es? Wegen des Plans. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt. Aber. Wohin bloß mit der Batterie? Wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Noch was? Diesmal wird es klappen. Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Nein, er ist ja netter. Kein Problem. So. Was passiert? Ja, das sehen wir dann. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wie komme ich bloß da raus? So, alles gut. Ich mach mich dann wieder an die Arbeit. Ja, besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. So. Komm mal rein. Ich glaube, da kommen wir doch her. Das kann ja, heißt ja nichts. Es kann ja sein, dass wir da was finden. Wir konnten auch nach hinten irgendwie. Ach, das ist hinten. Okay. Unten raus. Du hast den Schraubenschlüssel, oder? Mach mal die Kiste auf. Aha. Hier? Ja. Guter Plan.
ein guter Plan. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Vielleicht. Verdammt. Nein. Nee. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Gut. Gut. Dann, Gehen wir mal hier raus. Ja. Aha. Wir sind zumindest ein paar Sachen. So. Viele Schote. Autsch. Heiß. Oh. Beim Anfassen. Das ist hart. Okay. Briefkasten. Klingt. Das bringt uns ja nichts. Da ist ja keiner. Wer soll da aufmachen? Auf jeden Fall lustige Küche. Kein Problem. Passt also. Mist, der ist ja fest. Raumschlüssel. Aha, da tun wir die. Aha, da tun wir die Batterie rein und dann nehmen wir das als Sitz. Ich sollte auch nicht so viel Aha zu sagen. Ja, wieso? Das ist ja. So. Tricky. Frag mal den Männe. Was mit dem geht. Hanek! Hanek. Hallo, Hanek! Hi. Na, Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Oh, er ist so schlecht mit Namen. Ja, ich werde endlich hier wegkommen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Nein. Hat es auch nicht. Nö. Ist doch gut. Alles gut. Naja, der Plan ist an sich perfekt. Naja, aber der Plan an sich ist perfekt, aber jetzt kommt es. Ich habe den Sitz ausgebaut, aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Briefkasten. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Briefkasten. Ich hatte mal einen. Und der war auch ganz bequem, bis ich den Schalter gefunden habe. Ich krieg das schon hin. Ich krieg das schon hin. Sicher. Sollte ich Chili-Schote trotzdem noch irgendwie mitnehmen? Ich schreib dir eine Karte. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Wir müssen noch die Chili-Schote irgendwie mitnehmen, würde ich sagen. Mit dem Sitz, aber das wäre ja gut. So raus, Ebel. Da muss nichts geschraubt werden. Nein. Wieso ja, nicht? Und ich will ja auch nicht schrauben. Was haben wir noch? Den Sitz. Schweißbrenner macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Ja, aber den Sitz auf. Auch nicht, aber trotzdem. Nein, ich habe lange genug festgesessen. Okay. Das ist die Frage. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Ja, wir können ja doch nicht die Blumen wegnehmen. Können die auch wegbrennen. Die ist schon heiß genug. Ja, das stimmt. Okay. Gut, dann lass uns in den Briefkasten. Hey, dafür habe ich den Briefkasten nicht abgeschraubt. Nein. Nee. Da bin ich mir zu 80% sicher. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder zur Kabine. Was ist eigentlich mit dem Topf? Der blubbert vor sich hin. Da kann Toni dann ihre Wäsche auch noch drin waschen. Briefkasten auf die Schiene. Schiene, 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 Schiene. Du musst auf die Schiene klicken. Hab ich. Hast du nicht. So. Passt. Jetzt die Batterie da rein. Passt. So. Der Fluchtapparat ist sehr gut. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Was machst du mit den Pfeilen? Ah, okay. Ja. Mit der Bedienungstafel. So, dann kalibrieren wir mal. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, okay. Das wird ein Kinderspiel. Auf die Bahnstrecke. Ja, ich glaube, nach oben und nach links kann man mich. Das geht hier nicht. Oben. Rechts können wir. Unten links können wir. Unten links können wir. Unten rechts können wir. Wir müssen aber irgendwie
Moment. Können wir nicht Schrauben schütteln? Ich glaube, wir können hier gar nichts. Aber das muss irgendwie dann so gehen. Mach mal Reset-Knopf. So. Unten links. Unten links. Jetzt hier links. Ja, ganz nach links. Jetzt oben rechts, würde ich sagen. Da, der geht zwei hoch, ein rechts. Und jetzt unten links. Da zwei rechts. Runter. Also wie fair, wir uns im Schacht drin, wir uns im Kreis. Wir müssen links hier. Doch irgendwie nach. Einem. Aha. Und links. Jetzt zwei hoch. Unten links. Links. Nochmal. Jetzt hier rum. Ja, und jetzt oben rechts. Nein! Nein, da geht ja zwei. Da geht ja zwei. Dann gehen wir hier rechts rum. Jetzt sind wir da, wo wir vorhin schon mal waren. Nee, nee. Hm? Hm? Und? Nee. Warte, ja, ich hab's gleich. Fast. Da. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Nee, wir müssen dahin hier hoch. Das heißt, ja? Wir müssen links, ganz links, das zweite Fach von unten müssen wir hin. Ja, ich probier's. Okay, einen sind wir schon mal weiter. Ja. Machen wir unten links. Dann kommen wir hier an. Ja. Wir gehen mal rückwärts. Also von hier. Da. Dahin. Von dahin nach da. Von da nach da. Da bringt nichts. Da unten, der bringt nichts. Da kommen wir ja nicht mehr hoch. Von da nach da. Von da nach da. Machen wir unten rechts. Dann nach da. Dann machen wir rechts unten. Rechts unten. Rechts unten. Warte, das passt. Nee, das passt noch nicht. Doch, mal. Ja. Wir falsch, Stiffen. Nee, nee. Das musst du resetten, weil von da aus kommen wir nicht mehr weg. Nein. Sehr gut. Okay. Erst noch hoch. Der geht zwei hoch, ein rechts. Der geht zwei links, ein runter. Genau. Dann wären wir hier. Ja. Da müssen wir nicht hin, wir müssen 1, 2, 3 links. Ah, Moment. Wenn wir hier ankommen, ja, müssen wir nach da und dann nach da. Also müssen wir jetzt 1 nach links und runter. Richtig. Genau. So, jetzt hier? Müssen wir 1 hoch und 2 nach links. Ach, den können wir ja nicht. Richtig. Das heißt, wir müssen jetzt 1 weiter nach links müssen. Ja, genau. So. Ja. Ne? So ist das. Probiere mich jetzt einfach wieder durch. Das geht auch nicht weiter. So. Aha! So. Nein, du warst doch schon richtig! War schon richtig? Ja, jetzt. Nee, doch nicht. Nee. Nee. Ja, so. Mach mal den links jetzt. Links, 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 links! Aha! Aha! Fertig! Gut! Ich so einfach. Nur noch so einfach, einfach so lange ausführen, wie es geht. Bam. Und bam. So, das sollte es gewesen sein. Oh nein. Halte dich bereit, das tun. Wenzel. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Das war nicht. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Hallo? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Ja. Schön wär's. Nett. Ach, das oberste. Oder das zweite, ist egal. Jetzt bräuchst du sicher alles. Jetzt bräuchst du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der finale Abschied. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Gehässig. Ja. Nichts von nichts dem, was, von du, dem, sagst, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Mein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen.
Es ist zu spät. Ich möchte dich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht drauf warten. Ja, genau. Du bist doch hier. Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Gott, das ist super nett. Ich gehe wie fort. Immer. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Ja gut, dann lass uns die Lunte anzünden und wir hauen ab. Was eine doofe Kuh. Jetzt müssen wir ganz schnell... Jetzt wird's spannend. Und hinrennen. Renn, 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 renn! Ah, ich kann nix! Corrido. Tun! Ah, okay. Er geht von der Macht. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen Babelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nüten. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Ich habe das Gefühl, wir haben es vergessen. Grüßen. Moment mal. Ja. Schrauben? Oh nein. Sehr gut. Das könnte wehtun. Der Plan war gut. Natürlich. Wenn wir nicht irgendwas vergessen. Aha, also wir sind auf der Maschine. Gut, jetzt. Wir hängen da. Kette. Wir wickeln uns auf die Kette. Sag ich ja. Unser Koffer. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Jetzt vertüdelt hat er sich. Nimm den mal weg. So. Nimm mal alles raus, oder? Yeah. Alles, was wir brauchen. Zahnbürste. Oh, mehr kann ich nicht rausnehmen. Zahnbürste. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lass ihn mal lieber zu. Okay. Zahnen. Ein gut geöltes Getriebe. Noch eine Lute. Luke. Luke. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Eine Zahnbürste. Handschuhe? Hat irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Nö. Brauchen wir doch nicht. Wieder ohne. Wasabi in die Dinger reinschmeißen. Damit krieg ich die nie auf. Schmeiß die Wasabi-Nüsse in die Zahnräder. Oder die Socken. Ist auch okay. Wo soll ich die rein? In die Zahnräder da unten. Ja. Stimmt. Könnte es. Ha, kaputt. Ja. Nimm den Wartungsarm. Nimm den Wartungsarm. Oh. Hey, ganz schön aggressiv, das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Okay, das heißt, wir müssen... Solange der aktiv ist... Ja. Das heißt, es darf... Ich mach die Socken rein. Oder erst... Erst Proviant und dann die Socken mit dem Rad... mit dem Arm. Genau. Okay. Nee. Das klappt so nicht. Hey, ganz schön aggressiv, das Ding. Das Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Die Socken ins Getriebe schmeißen. Du? Die Socken ins Getriebe schmeißen? Ja, wir... Schmeißt du die Wasabi-Nuss rein? Ja, genau. Ich meine nur die Socken reinschmeißen. Klappe. Sieh auf. Richtig. Den Arm da rausnehmen. Jetzt haben wir einen Wartungsarm. Und eine Klappe mit dem Socken. So, dann schmeiß jetzt nochmal die Wasabi-Nüsse da rein, wa? Gucken, was dann passiert. Geht ja nicht kaputt. Geht ja kaputt und wird nicht repariert. Richtig.
Bindel Vasarinus im Getriebe des Organon. Und ich? Bindel Vasarinus. Jetzt versuchen wir mit dem Arm links das aufzumachen. Eine Socke, es sei denn. Ja, das könnte ich. Der Arm hat sein. Jetzt frisst er mir aus der Hand. Autsch! Das könnte ich natürlich versuchen. Ja. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Orgamon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will ihm doch nicht die Spannung verderben. Genau. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Der ist komplett durch, der Typ. Da kann man einfach nichts machen. Der ist völlig... Oh mein Gott. So. Okay, was machen wir? Machen wir die... Zermischen wir die mit Grün oder mit Blau? So viele Knöpfe. Mach blau. Haha! Nimm das. Nein, nicht! Was ist das? Okay, das war jetzt. Glaub, das gehörte nicht zum Plan. Das war dann wohl der falsche Weg. Verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los! Werft ihn über Bord! Nein, nicht cool. Dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu, tja, 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 tja. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Das war klar, das ist der Hauptfinanzteil. Oh oh. Pfiu. Oh, und wir sind wieder auf dem Schrottplaneten. Aua. Gut, aber die Orbit-Elfe auch. Richtig. Ich war so nah dran. Aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ja, ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Unbedingt, genau. Was können wir hier alles klauen? Motorhaube. Komisches Auto auf jeden Fall. Mal alles einfach was. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. So, ins Auto rein. Traktür. Na toll. Die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Ja, wir haben auch nichts. Nichts. Schwarzes Brett. Was da steht. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Ja, ob wir die Orbit-Elfe wiederfinden, wiederfinden oder Lobo nicht. Sucht eine neue Hängematte. Die alte war ja auch oder Lobos Hängematte. Oder Lobos Hängematte. Das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.